Fahrradfreunde, schaut mal, Gravelbike, voll ausgestattet. Focus Atlas 6.7 EQP steht für Equipped, wie ihr seht, alles dran. Ich probiere das jetzt mal aus und erzähle euch gleich, wie geil sich dieses Fahrrad fährt. Wir sehen uns. Erstens, den Ständer, den montiere ich ab. Der klappert mir zu sehr hier im Gelände. Ich glaube, der ist ganz praktisch, wenn man so normale irgendwie das als Alltagsrad nutzt, für das es ja eigentlich auch ausgestattet ist, ne? Dann kann der Ständer praktisch sein. Aber wenn ihr jetzt durchs Gelände fahrt, der ist zwar cool, aber den machen wir dann ab, damit es hier nicht so scheppert. Kleiner Nachteil, aber ansonsten geiles Rad. Geiles Rad, macht richtig Spaß. Hier, man kann damit richtig steile Anstiege fahren. Man kann damit durchs Gelände hirschen, aber auch jeden Tag zur Arbeit fahren. Besser geht's nicht. Ist es das eine Rad für alles? Ich weiß es nicht. Mir macht's Spaß. Gute Bremsen sind auch dran. Hydraulische GAX-Scheibenbremsen, schön zu modulieren und auch ordentlich Bremskraft, gefällt mir. Weiter geht's mit unserer Casual Cross Gravel Tour. Wo lang? Da. Ja, GRX hat nicht nur gute Bremsen, sondern auch präzises Schaltwerk. Seht ihr hier. Also wirklich auch, was auch cool ist, ist so der Umwerfer vorne. Der kommt halt wirklich schnell. Mechanische GRX ist halt eigentlich so die perfekte Schaltung für ein Gravelbike. Gerade jetzt für den Einsatzzweck. Super. Ich komme schon langsam ins Schwitzen hier. Vielleicht noch ein Wort zur Sitzposition. Ihr seht ja, ich sitze jetzt hier nicht allzu aggressiv drauf, aber trotzdem irgendwie so entspannt, sportlich. Gefällt mir auch ganz gut, weil das Rad, so vom Aufbau her, ist es jetzt halt kein Race-Gravel-Bike, sondern wirklich auch ein Lastesel. Für lange Touren auch gut geeignet, deswegen moderate Geometrie, moderat sportlich. Ja, recht aufrecht vorne. Passt eigentlich so zum Einsatzzweck ganz gut. Drop-By mit so leichtem Flair nach außen. Passt auch wieder zur Sitzposition. Man sitzt nicht so aggressiv auch in den Drops, aber eben ausreichend, um mal aus dem Wind zu gehen. Hilft natürlich auch bei der Kontrolle sozusagen im Gelände. Was mir auch auffällt, ist das Rad. Es ist super wendig. Man kann damit echt schön enge Kurven zirkeln, wenn man es kann. Und dann wieder Gas geben. Aber was auch richtig bemerkenswert ist an dem Fahrrad, ist, dass es halt diese Vollausstattung hat, diese Schutzbleche, Gepäckträgerständer, und dass sich das aber überhaupt nicht daran hindert, auch sportlich zu fahren. Also du merkst das nicht, wenn du auf dem Rad sitzt. Das beschleunigt wie Sau, das macht Spaß im Gelände. Und auf gerader Strecke rollen diese WTB Riddler auch richtig fein, also vom Feinsten. Und wie gesagt, echt bemerkenswert, dass sich diese Vollausstattung eigentlich in keinster Weise irgendwie behindert. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist das vielleicht, wenn du jetzt mal, keine Ahnung, eine Stunde bergauf fährst oder so, dass das Mehrgewicht dann eine Rolle spielt. Aber so beim normalen Fahren hier, das, was man mit so einem Gravel eigentlich macht, das stört auch die Ausstattung am Ende gar nicht, sondern ist am Ende eigentlich sogar noch dann eben ein entsprechender Vorteil. Du hast halt ein Licht dran hier fest installiert über einen Leichtlauf-Nabendynamo. Ja, kannst halt auch im Dunkeln mal einen Waldweg langfahren, wenn es ein bisschen später wird. Ja, das Licht ist auch hinten schön am Schutzblech integriert. Ist eigentlich alles dran, was du brauchst. Jo, alles klar. Ich fahre jetzt noch eine Runde, dann stelle ich die Karre mal hin und erzähle euch noch so ein bisschen genauer über die einzelnen Komponenten. Wir schauen noch mal ganz genau drauf und dann ja, gebe ich meine Einschätzung dazu. Sage euch auch noch, was es kostet. Bis gleich.
Nice. Herrliches Ding. Herrliches Fahrrad. Focus Atlas 6.7. Einfach mal genießen. Schönes Teil. Schönes Teil. Ja, was gibt's zu sagen? Also, fangen wir an mit der Basis. Die Basis ist ein echt stabiler Aluminiumrahmen. Ihr seht schon, der hat vor allem den Vorteil, dass er 1 Million Ösen hat. Ich habe vorhin die einzelnen Schrauben da reingeschraubt. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht. 3 Aufnahmen am Unterrohr plus hier die 2. Sieht man vielleicht hier unten. Ja, gibt es auch nochmal 2 Ösen für Flaschenhalter etc., Gepäck, Bags und so weiter. Hier nochmal die 2 Klassiker Flaschenhalterösen. Hier oben Top-Tube-Bag, kannst du auch gleich verschrauben. Du kannst quasi das Rad jetzt zusätzlich zum Gepäckträger nochmal richtig mit Taschen vollstopfen. Das geht auch vorne an der Gabel. Ihr habt hier Lowrider-Ösen, 2 auf jeder Seite. Die Gabel, im Gegensatz zum Rahmen, die ist aus Carbon. Aber ihr seht schon, die ist halt auch richtig mächtig und richtig stabil, so dass ihr das Rad auch entsprechend belasten könnt. Also, wenn ihr das Rad jetzt so nehmt und sagt, okay, ihr wollt es als Reiserad haben, kein Problem. Einfach Taschen dran, Flaschen rein, Lowrider dran und dann könnt ihr damit, weiß ich nicht, wohin fahren. Innere Mongolei. Ja, und dann seht ihr ja, wie gesagt, neben dem Gepäckträger und den ganzen Ösen, da ist ja auch noch entsprechendes Equipment dran. Deswegen heißt das Rad auch EQP Equipped. Also hier habt ihr die Schutzbleche, auch schön fest montiert. Klappern so ein bisschen im Gelände, ist aber nicht so das große Problem. Hier hinten die kleine dezente Lampe, habe ich schon angesprochen. Und hier vorne auch nochmal schön Scheinwerfer verbaut, sodass ihr halt auch im Dunkeln oder im Straßenverkehr einfach gut zu sehen seid. Super Sache. Die Lichtanlage wird halt auch angetrieben von einem schönen Nabendynamo, den muss man einfach mal zeigen. Das ist hier dieser Shutter Precision PL7, also klein, dezent, leichtläufig. Ja, also leicht und leicht laufend, also wirklich das, was man in so einem sportlichen Rad auch haben möchte. Genau, so, dann nochmal die Schaltgruppe. Also ihr habt hier eine GRX 400, hatte ich ja auch schon gesagt, mit schönen hydraulischen Scheibenbremsen, Klick-Klack. Ja, präzise Schaltvorgänge, auch wenn es mal ein bisschen wilder geht. Ihr habt 20 Gänge zur Verfügung, also ist die 10-fache Ausführung von der GRX. Habt ihr hier trotzdem den kleinen Klatsch dran, dann könnt ihr das auch so ein bisschen arretieren, eben für weniger Kettenschläge im Gelände, also wirklich vom Feinsten. Mein Rad kommt jetzt hier mit so einer Miranda Kurbelgarnitur, ist halt auch so mit Holotech 2 Lagern und ein bisschen unterkompakt angesiedelt von der Übersetzung her. Das heißt eben auch gerade für so ein bisschen Geländeeinsatz, nicht so ganz für hohes Tempo, aber dafür ist ja auch so ein Gravelrad jetzt nicht unbedingt ausgelegt. Aber von daher habt ihr hier im Prinzip erstmal alles, was ihr jetzt auch für ein bisschen flottere Geländefahrten braucht. Ja, und wie gesagt, Sitzposition ist halt moderat sportlich im Vergleich zu anderen Gravel-Bikes. Vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht unsportlich, aber also deutlich entspannter als jetzt so eine Race-Feile beispielsweise. Das gefällt mir, wie gesagt, ganz gut. Ansonsten haben wir jetzt noch beim Finishing-Kit halt, wie gesagt, Aluminiumteile, Aluminium-Sattelstütze, ein WTB-Sattel, der ist auch sportlich mit ein bisschen Padding. Ich fand ihn jetzt nicht sonderlich bequem, aber das kann auch vielleicht einfach an meinem Hintern liegen. Und was ganz cool ist, ist das Fokuslenkerband. Ihr habt hier erstmal oben, ja, wenn ihr am Oberlenker fahrt, so ein bisschen mehr Auflagefläche. Da könnt ihr entspannt eure Zeit verbringen, ja, entspannt hincruisen, ohne dass ihr da sozusagen zu sehr rumgreifen müsst. Also wenn ihr versteht, was ich meine, ein bisschen breitere Auflagefläche hier oben für längere Fahrten am Oberlenker gemacht. Und das Fokuslenkerband, das ist auch sehr griffig. Also gefällt mir gut, würde ich auch an meinem Renner mal in Betracht ziehen. Also macht wirklich einen guten Eindruck. Und gerade so ein Lenkerband sollte eben auch griffig sein. Ja, wenn ihr im Gelände unterwegs seid und ein bisschen mehr Kontrolle übers Rad braucht, dann solltet ihr da auch wirklich was Rutschfestes haben. Also hier auch dran gedacht. Ja, Focus, wer den Hersteller kennt, der weiß, dass die schon seit Jahren echt richtig gute Crosser bauen und jetzt halt auch mit dem Atlas hier ein richtig, richtig gutes Gravelrad auf die Beine gestellt haben. Was natürlich beim Gravel immer so ein Thema ist, ja, und die Gravel-Community, wie soll man sagen, philosophiert ohne Ende drüber, Reifenbreite, welches ist die optimale, welches ist das optimale Profil. Hier haben wir jetzt den WTB Riddler, das ist der Reifen, den hat sich Focus, also den hat Focus für alle die Atlas-Räder rausgesucht und jetzt haben wir den hier halt in einer 37er Breite. Der ist ein bisschen schmaler, als eigentlich in das Rad reinpasst, hängt aber wahrscheinlich einfach mit der Konstruktion zusammen, mit den Schutzblechen. So, also wer jetzt hier ein bisschen was Breiteres haben will, der muss dann wahrscheinlich Abstriche bei den Schutzblechen machen. Ansonsten ist der Riddler ein Reifen mit so ein bisschen Profil,
ja, der halt einigermaßen Traktion bietet, eben auf so Wegen wie hier, Trampelpfaden, so. Ja, dafür ist es auf jeden Fall geeignet und er rollt vor allem eben auf der Straße richtig gut. Und wie gesagt, hier in der 37 mm Breite ist er eigentlich echt flott unterwegs. Wer jetzt im Gelände mehr Komfort sucht, wer da ein bisschen mehr Reifenbreite braucht, der muss dann halt mal gucken, was er jetzt hier für Abstriche macht. Aber dafür gibt es ja eben auch das Atlas in der Nicht-Equipped-Variante, also mit allem nackig. So für alle die, die es lieber ein bisschen geländemäßig haben. Ein schönes Detail will ich euch nicht vorenthalten. Und zwar den Steuersatz, das Steuerrohr, Acros-Steuersatz. Ja, ihr seht schon, die Züge, die gehen hier direkt rein, oben ins Steuerrohr. Und da ist das Rad dann insgesamt halt auch wirklich sehr clean. So, also, was soll ich sagen? Focus Atlas 6.7 macht auch in der Equipped-Variante Spaß. Also wirklich, wie gesagt, bemerkenswert, wie Focus das hier geschafft hat, dass trotz der Mehrausstattung eben das Rad nicht irgendwie sich schwerer oder schwerfälliger anfühlt. Weiteres Highlight ist der Preis. 2099 Euro, ja, für das Gesamtpaket, wo eigentlich jetzt nicht viel fehlt, was du für eine schnelle Feierabendrunde nehmen kannst, was du für Reisen nehmen kannst, was du für, ja, auch sportliche Geländetouren nehmen kannst. Ja, da bleibt eigentlich kein Auge trocken, sage ich mal. Also 2099 Euro, inklusive Novatec-Narben, also hier auch, ne, ihr seht's, alles Steckachse, richtig schön, keine Kompromisse. Ja, also, wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt, kommt da vorbei, setzt euch drauf, gravelt mal eine Runde und lasst euch einfach überzeugen von dem geilen Konzept hier. Also Focus, großes Lob, geiles Rad, 2099 Euro bei uns im Shop. Ja, ja, Lobeshymne vorbei, aber wirklich tolles Fahrrad. Wenn euch das Fahrrad auch gefallen hat oder wenn ihr noch Fragen habt zum Rad, dann schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Wenn euch das Rad gefallen hat, einfach einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr noch mehr schöne Gravelbikes sehen wollt, könnt ihr ja ein Abonnement auch da lassen. Da freuen wir uns auch immer sehr. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald und ciao bei Lucky Bike TV.